und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von FIFA 17 mit Dynamo Dresden. Es geht langsam in die heiße Phase der Saison, also nur so langsam. Scout-Bericht für Joel Sarenren Basé. Gott, hat der einen schweren Namen. Und für Jossi Brekalo. Ah, Brekalo eher so. Julian Brandt natürlich. Pressekonferenz gegen Union Berlin. Wen haben sie denn so Neues? Hedlund ist. Den kenne ich nicht. Und Magalan auch nicht. Den Leistner. Den können wir loben. Unseren Ex-Spieler quasi. So. Na, es lobt unfairen Leistner. Ja. Natürlich. Nur Fußballverband Offerte von Venezuela ablehnen. Dann bitte gern geschehen. Und weiter geht's zum Spiel. Wartet. Oh, die sind vor uns. Wir müssen gewinnen. Ja, die Leute, die vor uns stehen, liegen uns besser. Linebacker, ihr könnt in eurem Road auflaufen. Und Gugia Hauptmann, Wagner auf der Bank. Jawohl. So können wir spielen. Mit der besten Aufstellung, die geht, fast. Das ist schon krass. Also was wir jetzt an Material haben, an Spielern, das ist schon extrem super. Wir müssen nur noch ein paar aufbauen für die zweite Saison, weil ich denke mal, es werden nicht alle bleiben. Oh, schön. Das war jetzt total schwer, den Ball abzunehmen. Oh fuck, das war doof. Voll durchgerutscht. So. Heute ruft den Auflauf können wir uns und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Sparen. Mikrofon natürlich, Wolfuß in der Kürtlein. Zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Jawohl, komm. Aufeinander. Beide werden sich noch weiter oben platzieren wollen. Also könnte das heute Zeichen gesetzt. Eine muntere Partie werden. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Die erste gelbe Karte. Blick drauf. Ah, scheiße, nach zwei Minuten die erste gelbe Karte hier. Ja, da sehen wir bei Ihnen. Ja, etwas zu übermotiviert mein Einsteigen, aber ich muss Zeichen setzen. Mit ihm muss ich Zeichen setzen. Der muss heiß sein. Für das Foul von vorhin gibt es gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Oh, lecco mio. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Wer hat denn gedacht, dass ich hier gleich mit dem Fuß gehen muss? Fürstner. Boah. Das wollten ja mich nach innen ziehen. Jawoll. Ball getrennt hier. Schön. Heute wollen sie es besser machen als bei der letzten Heimniederlage. Da konnten sie am Ende nicht überzeugen und verloren 1:2 und auch heute wird es wieder eine Scheiße. Ganz schwierige Partie. Ich wollte nur das Foul haben. Felix Groß. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Abseits. Schiri. Gibt's jetzt die Gelegenheit? So. Draußen wird erstmal geklärt und jetzt müssen wir mal endlich anfangen Fußball zu spielen. In die ins Phrasenschwein. Schöne Flanke. Ja, scheiß drauf. Den hält er super. Hat er gut gehabt. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Boah. Boah, das war immer gut durchkombiniert. Jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Boah, hat er. Ganz souverän. Bei den Gästen wird jetzt mit Abseitsfalle gearbeitet. Wird's? Das erfordert gute Abstimmung in der Defensive. Sicherlich nicht das einfachste Mittel. Ja, oh, ich dachte schon, ich habe Thiel. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Gutes Tackling auf Außen. Konrad. Jawohl, Dolberg. Wird's jetzt gefährlich?
was gehe ich denn? Wieso? Ja, ich muss in die Mitte ziehen, aber warum mache ich das so langsam immer? Fürstner. Scheiße, Sie haben den Ball. Lamberts. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen Sie mal eine überraschende Aktion. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Lamberts! Boah, schade, gut gespielt, gut kombiniert. Aber zum Torabschluss kommen wir trotzdem nicht. Nils Teixeira. Und er bringt den Ball rein. Boah. War nicht schlecht, aber die Abwehrspieler standen gut. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Schönheim. Thiel. Also das nächste Foul. Was? Ich dachte, das ist genau der richtige Moment. Der pfeift das auch. Der hat gerade aufgehört, auf Vorteil zu zeigen. Da steht er gut. Er kann dazwischen. Oh, falsch, total verschätzt. Die Flagge kommt gut rein. Boah, Kacke! Das sollte nach außen gehen, der Ball. Puh. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Boah, die Stärke müssen wir noch üben hier. Pulisic. So muss er hingehen. Trimmel. Hinten stehen sie. Boah, fucking. Gut, nur gelb. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Geil, das ist ein frisches Gelb ist Tobi. Angemessen in dieser Szene, Wolf. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Pulisic. Jetzt wird's gefährlich. Ja, aber keiner in der Mitte. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Oh Mann! Spiel den einfachen Ball. Das gibt Freistoß. Scheiße. Spiel den Kack einfachen Ball. Hosina. Oh, wieso nimmst du den Ball für ihn an? Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt der Schuss! Ach, er hält gut. Den Ball fest. Ohne Gefahr und schnell nach vorne einleiten, den Angriff. Wow. Da kommt der Steilpass. Christian Pulisic! So, oh, der erste gute Schuss von Dolberg jetzt bei Dynamo. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Boah! Boah! Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Der Ball kommt. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Springen die gegen die Pfosten, ey. So, jetzt. Schade. Wir müssen jetzt wieder weiter aggressiv dranbleiben. So, und wer kommt bei denen rein? Kreilach. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Ruhig aufbauen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Boah. Da geht er dazwischen. Einwurf. Ah, schade. Schönheim. Thiel. Mann. Rudika abgroß. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Boah, so knapp. Aus der Ruhe, schön gepresst. Nils Teixeira. Er macht das Spiel schnell. Jetzt kommt der Schuss! Boah.
fuck, 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 fuck. Das wird mir zu riskant. Das wird mir zu riskant. Scheiße, ey. Er muss sich zurückhalten. Er hat schon gelb gesehen. Er war gelb vorbelastet und wird jetzt ausgewechselt. Scheiße. Eine sinnvolle Entscheidung. War das knapp. Ja, auf jeden Fall, Wolf. Er konnte ja gar nicht mehr voll in die Zweikämpfe gehen, ohne die gelb-rote zu riskieren. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Wir gehen der Akku jetzt macht das doch nicht schlecht. Das kann ein sehr effektives Mittel sein, wenn sie es gut spielen. Konrad. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sauber vom Ball getrennt hier. Boah, Fürstner. Gut gemacht. Ja, ja, ja. Oh. Nein, das war der Falsche. Jawohl. Schwäbe. Also Schwäbe, Schwäbe, Schwäbe. Wir haben gerade mit dem falschen Spiel auf den falschen Spieler geschalten. Also jetzt schwimmen wir gerade richtig. Hosina. Boah, nein. Es läuft denn da falsch, ey. Was läuft denn jetzt falsch, ey? So gute Spiele in letzter Zeit. Und dann der Mist hier. Diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Die Ecke hat er wirklich klasse reingebracht. Wird das Spiel jetzt endlich offensiver? Das erste Tor ist gefallen. Es hat ein bisschen gedauert heute. Wird's jetzt gefährlich? Ist es das jetzt? Wird das nix? Den hält der Torwart natürlich. Es gibt Eckball. Gute Schuss. Tor! Da geht er wieder so rein, obwohl er schon gelb hat. Mann! Ich bin dafür, dass er so reingeht. Bin doch nur gerade ausgelaufen. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da kann er ihn stoppen. Gute Idee, dieser Ball. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Schiri! Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Oh nein. Deswegen unterbricht er. Verflucht. Geht nur auf Offensive. Der Schiri auch kurz das Spiel. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Scheiße. Das sagt Kutschke. Boah. Der Klasse auf. Und weiterhin steht die Null. Klasse Leistung vom Torhüter bis hierhin. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Gut gespielt. Jetzt schießt er. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Trimmel. Mann, ich will das Tor schießen, wenigstens unentschieden. Groß. Klasse Tackling. Nein! Kacke. Reiler. Fuck. Thiel. So. Komm, 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 hol dir, hol dir, hol dir, hol dir, hol dir, komm. Jawohl. Er nimmt ihm den Ball ab. Die Defensive steht. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Er schießt. Nur noch wenige. Scheiße. Für ihn. Ja, Wolf, bisher hält er den Kasten hier sauber. Eine starke Leistung. Und klar, jetzt will er natürlich in den Schlussminuten auch keinen mehr kassieren. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor. Und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Jetzt wird's gefährlich. Super durchgesetzt. Und jetzt ein Schuss. Boah, das gibt's doch nicht. Wieso? Wie kann er alle halten? Der Typ. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Boah, gut gemacht. Scheiße. Den Ball holt er sich. Kreilach.
What the fuck? Und dann solche Sonntagsschüsse. Fuck! Was er kann. Nach seiner Einwechslung trifft er hier. Kurz vor Schluss legen sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Was ist denn jetzt eine Ladehemmung bei uns oder was? Kutschke. Kein Bock mehr, Kutschke. Du bist jetzt schon Spieler seitdem da wieder, ja. Verletzt ist wieder. Sehr guter Einsatz. Lamberts. Steil gespielt. Er versucht's. Kann ja noch Stunden spielen, passiert nicht. Berko. Der Ball kommt gut. Er schraubt sich hoch. Ich kann ja noch. Ey, ich hätte hier noch Stunden spielen können, ich hätte gar nicht geschossen. Am Ende das Ergebnis. Fuck. Was läuft denn hier jetzt? Falscher Film oder was? Ich habe da nicht schlecht gespielt und Stuttgart, die spielen nur unentschieden. Mann! Was ist denn hier los? Ey! Was habe ich falsch gemacht? Auf den 7. Platz abgerutscht. Wie viele Punkte zu Hannover? Die haben 38, wir haben 31. Oh, das sind 10 Punkte gleich wieder. Wenn sie gewinnen. Ziele, Vorstand gefährdet. Was soll ich denn da tun? Ich lasse sie schon spielen. 4 Wochen, wunderbar. Wer ist gesperrte Schere? Na gut, okay. Scheiße, ey. So, alles simulieren. Ei, jetzt haben wir noch viel Arbeit vor uns. Schubert ist jetzt Stammtorhüter. Schicki. Weiter. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, in der nächsten Folge läuft es besser und tschüss, bis zum nächsten Mal.